Concrafter und Studio 71. Oder Zensur hinter den Kulissen. Alle Aussagen in diesem Video basieren auf Internetquellen. Alle Quellen sind nochmal in der Beschreibung. Diesen Text gibt es auf einer externen Seite nochmal zum Nachlesen. Verbreiten und Reuploaden dieses Videos ist erwünscht. Es könnte entweder von Studio 71 oder von Concrafter gesperrt werden. Concrafter. Ein Name, der für viele hier ein Begriff ist. Der echte Name sollte, zumindest für die Fans, auch kein großes Geheimnis mehr sein. Doch er bzw. sein Netzwerk Studio 71 versuchen diesen und alle damit in Verbindung stehenden Informationen so gut wie möglich zu verstecken. So wurde in der deutschsprachigen Wikipedia von Studio 71-Mitarbeiter David Scholl mit Strafanzeige gedroht. Zitat: Sehr geehrte Administratoren, am 1. September habe ich bereits gemeldet, dass der Klarname von Concrafter aus der folgenden Seite entfernt werden soll. https://de.wikipedia.org/wiki/concrafter. Leider ist der Name wieder eingefügt werden. Wir bitten noch einmal freundlichst darum, den Namen unverzüglich zu entfernen, da wir uns ansonsten gezwungen sehen, im Sinne unseres Künstlers Klage einzureichen. Vielen Dank. Infolgedessen darf noch nicht einmal das Geburtsdatum bzw. die alte Webseite in der Enzyklopädie eingetragen werden. Auch das YouTube-Wikia musste sich diesen Beschwerden beugen. Auch wenn er auf Privatsphäre besteht und dieses so weit geht, dass in Enzyklopädien sein realer Name oder sein Geburtsdatum nicht genannt werden darf, ohne dass das Netzwerk diese verklagt, sollte er selbst darauf aufpassen, was er von sich preisgibt. Beispielsweise wurde sein Name bei der Berichterstattung über die virtuelle Bundesliga bei Computerbild mit einem Bild genannt. Auch ist dieser in der Aufzeichnung des Livestreams der virtuellen Bundesliga eingeblendet. Auch die Eventplanung GLM führt ihn als Realnamen mit Hinweis, dass es sich um Concrafter handelt, auf. Des Weiteren wurde er mit dem echten Namen für den Klimaschutzpreis 2013 ausgezeichnet, worauf auch dort Medienberichte folgten. Ich weiß zwar nicht, wie viel er von den Aktionen von Studio 71 mitbekommt, aber man sollte einen anderen Weg gehen, als gleich mit einer Klage zu drohen. Mit der Zeit wird bzw. wurde der Name so oder so zu einem offenen Geheimnis, wie es jetzt schon mit dem Namen von German Let's Play der Fall ist. Durch die Medienpräsenz des echten Namens bei Concrafter ist dies durchaus den Eintrag in die Wikipedia oder einer anderen Enzyklopädie wert, vor allem da er einer der größten YouTuber Deutschlands ist.